Ja, man ist halt wieder Student und man rutscht halt auch wieder so in dieses Studentenleben so ein bisschen rein, dass man dann eben, dass man die Pausen genießt, dass man so sich darauf freut, dass man jetzt noch einen Kaffee braucht und vielleicht noch was Süßes braucht. Und also nach dem ersten Semester ist man erstmal froh, dass man ungefähr einschätzen kann, wie es läuft, dass es zwar überraschende Sachen gab, aber nicht so viele, dass man einigermaßen damit klarkommt mit dem Teilzeit, mit dem nebenher arbeiten, dass das gut funktioniert, dass das eine Bereicherung ist. Also das ist ja immer so ein bisschen phasenweise. Also ich glaube, auch wenn man dann schon angefangen hat, hadert man noch mit der Entscheidung, ob das jetzt das Richtige gewesen ist. Aber wenn man eben merkt, dass es ein weiter, also dass man seinen Kopf einfach wieder mehr benutzt, dann ist das schon was Positives. Dass man halt wieder aus seiner Alltagsroutine so rausgerissen wird, aus diesem Arbeitsumfeld, wo du dann doch irgendwie immer doch dasselbe machst und wieder mehr Inputs von außen bekommst. Und dadurch wirst du ja automatisch so zum kritischen Denken wieder angeregt und du hinterfragst Sachen, die man in der Praxis macht. Und das bringt einen halt automatisch weiter. Ja. Und macht so den Horizont auf. Man fragt sich manchmal, warum muss ich das jetzt lernen, warum muss ich das wissen, warum ist das relevant? Und irgendwann kommen dann immer diese Aha-Momente, wo man versteht, ah, deswegen wird jetzt dieses Konzept bei uns im Spital umgesetzt. Und ah, das haben die sich dahinter überlegt. Und das ist der Grund, warum es diesen Master überhaupt gibt. Zuerst habe ich gedacht, es ist so ein bisschen komisch, nur das 11. zu studieren. Aber eigentlich finde ich es nur lässig, dass du von jedem das Wort dann so kannst hören und von jedem so den Hintergrund auch weißt und mit jedem so ein bisschen vorwärts gehen kannst. Ich habe mich ein paar Mal gefragt, als ich das Studium angefangen habe, ist es sinnvoll, dass ich im ersten Kurs anfange. Ich hätte gerne noch ein Jahr gewartet. Ich war dann auch am Infoabend, eigentlich für jetzt nächstes Jahr. Und habe dann wie gemerkt, nein, ich glaube, es geht jetzt wirklich darum, zum jetzt einfach starten und vorwärts zu gehen. So wirklich ein Primipara halt, wo da zuerst mal ihr Kind bekommt. Und ich wollte jetzt da, kann in das Studium haben können starten. Und ich freue mich so fest, dass ich da sein darf und dass ich unterwegs sein kann in dem Studium. Ich habe mich an der ZHW eingefunden. Ich habe mich da akklimatisieren können. Oder wie wir in der Geburtshilfe würden sagen, ich habe mich adaptiert. Wie unsere Babys, die sich auf der Erde adaptieren müssen, habe ich mich da an der ZHW adaptiert. Ja, und wachse jetzt. Ich bin nicht so der Forscher, weil ich bin so die Hebamme, die gerne im Gebärsaal arbeitet. Und doch freue ich mich auf das Transfermodul von der Forschung, um zu sehen, ja, was ist denn wichtig an Daten, die ich in der Praxis evaluieren oder in der Praxis vor allem erheben, wo nachher in die Forschung geht. Was ist dort so das Zentrale? Ich muss jetzt den Master durchziehen, dass ich wirklich in der Geburtshilfe etwas verändern kann, dass ich einstehen kann für die Frauen, dass ich aber auch einstehen kann für die Hebammen und dass ich einstehen kann für unsere Geburtshilfe.